Hallo ihr Lieben. Ja, den Spruch habt ihr jetzt lange nicht gehört, ich weiß. Ich weiß gerade auch selber noch nicht genau, was ich euch jetzt alles erzähle, aber mir wurde geschrieben, wenn ich jetzt nicht bald mal wieder ein Video mache, dann ist mein Channel irgendwie raus aus dem System und dann dachte ich mir, ja, blöd, will ich irgendwie auch nicht. Und jetzt habe ich gerade geschaut, mein letztes Video ging 2019 online. Ja. Ist mega lang her, es ist wahnsinnig viel passiert. Ich bin ein bisschen älter geworden, also so jo, 5 Jahre halt, ne? Habe inzwischen 2 Kinder. Also der Große ist 7, der Kleine wird jetzt dann bald 4. Und ja, es hat sich einiges getan. Also es ist echt was los, ständig, immer. Und aber im Großen und Ganzen ist eigentlich alles irgendwie doch beim Alten geblieben. Also das Einzige, was sich wirklich bei mir stark verändert hat, ist eigentlich das Thema Beauty. Wow, das Wetter macht es mir heute nicht leicht, ein Video zu drehen. April, April macht, was er will. Franzi auch. Nee, also das Einzige, was sich wirklich stark verändert hat, ist das Thema Fingernägel. Ich glaube, ich habe seit meiner zweiten Schwangerschaft 5-mal Nagellack getragen und verwende sie vor allem zum Eier bemalen, Steine bemalen oder ähnlichen Sachen. Also im Endeffekt, ja, sie werden vor allem zum Basteln benutzt, meine Nagellacke. Und sind auch, ich habe auch ganz viel verkauft. Ich habe inzwischen auch so allgemein ein bisschen Haushaltumstellung versucht und es hat sich eigentlich eher einfach alles ums Thema Haushalt bei mir verändert. Deswegen liegen da auch diese schönen Handschuhe nebendran. Das hat sich bei mir stark verändert in den letzten Jahren. Thema Abnehmen, ihr seht's, ist immer dasselbe. Also bei mir ging's vor meiner ersten Schwangerschaft ja super bergab, da hatte ich ja ein Bestgewicht. Dann ging's mit der Schwangerschaft wieder stark bergauf. Ja, dann war man halt schwanger. Danach Stillzeit und so weiter, da ging es dann wieder langsam. Nach der Stillzeit ging es wieder ein bisschen runter. Nicht in der Stillzeit, nach der Stillzeit. So, und dann wurde ich wieder schwanger, dann ging es wieder bergauf. Es geht so die ganze Zeit so dahin und jetzt habe ich auch so hormonell ganz schön was zu tun. Und ja, also von daher tut sich da dauerhaft auf und ab was. Jetzt hatte ich gerade wieder so eine Höchstphase und habe beschlossen, so, jetzt reicht's mir wieder. Jetzt habe ich wieder ein paar Kilo runter. Aber es ist ein Dauerthema bei mir. Also auch Abnehmen ist so ein Thema. Also sollte ich die Kurve kriegen und meine Videos wieder starten, solltet ihr sagen, wow, Franzi, schön, dass du wieder da bist. Bitte, bitte mach wieder Videos. Keine Ahnung, ob ich dann wieder mehr von meinem Alltag erzähle, ins Detail gehe. Der Topf ist echt voll im Fokus, ha. Fällt mir gerade so auf. Naja, egal. Also, wenn ihr sagt, fänden wir toll, wir sind mit dir gewachsen und uns wird es immer noch interessieren, was du machst. Abgesehen davon, dass deine Nägel inzwischen nicht mehr lackiert sind und total kurz. Also, ich schminke mich immer noch gern. Es ist mir immer noch wichtig, bisschen was zu machen, aber die Nägel sind halt einfach jetzt außen vor. Leider. Aber ich habe wunderschöne Nageldesigns online in meiner ganzen Playlist. Ich habe letztens erst wieder reingeschaut. Da ist echt viel drin. Da könnt ihr mal wieder reingucken, wenn euch es noch so Nageldesigns ist. Einfach mal in alten Zeiten schwelgen. Warum diese Handschuhe jetzt da liegen, ist einfach der Grund, weil ich eben überlegt habe, was mache ich jetzt mit meinem Kanal? Weil irgendwie, ja, stilllegen will ich ihn nicht. Und die alten Videos, die gehören zu meinem Leben. Ich bin jetzt nicht so weit, dass ich sage, ich lösche jetzt alles. Da müsste schon irgendwas Schlimmes passieren, dass ich die jetzt lösche. Weil es einfach, ja, die gehören einfach dazu. Zu meiner Entwicklung. Und sind auch für mich irgendwie manche sind total schön, einfach nochmal anzuschauen. Meine Reise nach New York, meine Videos über die Babyzeit, also das sind einfach viele Sachen dabei, an denen hänge ich einfach auch. Und jetzt ist es aber so, dass ich tatsächlich, ich bin auch in die Mama-Arbeit gegangen. Das heißt, ich arbeite jetzt halt auch von zu Hause aus seit 2021, also seit mein Kleiner ungefähr 1 Jahr alt ist, habe ich halt gemerkt, so, jetzt muss ich wieder was für mich machen, das Arbeiten muss irgendwie wieder mal, ja, man möchte einfach wieder ein bisschen ins Arbeitsleben, aber mit 2 kleinen Kindern, ständig Corona on, off, kranke Kinder, schlag mich tot, ich war auch ganz viel krank. Da hat man keine Energie für eine Arbeitsstelle. Ich habe es mal ausprobiert, hat nicht funktioniert. Das ist einfach nicht das Richtige gewesen für mich. Und mit meinem Enyo, das läuft bei mir einfach so nebenher. Wenn ich mehr Zeit habe, mache ich mehr. Wenn ich weniger Zeit habe, mache ich weniger.
Aber es ist so, mein Herzblut steckt da einfach drin. Seit 2021 bin ich da einfach voll drin und freue mich einfach täglich drüber. Und ich habe jetzt überlegt, ich will jetzt in dem Video gar nicht euch erklären, was das ist, weil ich habe ein extriges Video gemacht zu dem Thema. Also wenn euch das interessiert, was ich da jetzt mache, putzen. Aber nicht so wie die anderen, sage ich mal, Firmen, die es so in diesem Direktvertrieb gibt, putze ich jetzt nicht mit 1000 Putzmittelchen, sondern wir putzen halt mit Wasser und Fasern. Und das finde ich, das ist für mich einfach so ein Ding gewesen, wo ich sage, boah, das ist meins. Ich habe ein paar Momente in meinem Haushalt erlebt. Ich zeige euch gerne ein, zwei Bilder von meiner Küchenspüle. Das war so, das war mein Graus. Also ich habe halt, ja, mit dem Simon damals irgendwie festgestellt, ich komme einfach nicht mehr zum Putzen. Ich war echt gut beschäftigt mit meinem Kleinkind und meine Küchenspüle habe ich irgendwie nur noch verwendet, aber nicht mehr geputzt. Und das hat sich dann so übel gerecht, dass die irgendwann nicht mehr schwarz war, sondern eigentlich eher grau. Ich habe sehr wenig Bilder, weil mir das jetzt unfassbar unangenehm war. Aber ich habe Gott sei Dank zwei gemacht. Für die damalige NU-Fachberaterin, die ich dann eingeladen habe, habe ich zwei gemacht. Und die habe ich jetzt. Ich habe mit den Fasern das so schön wieder hinbekommen. Die ist wieder so sauber. Die schaut jetzt wieder aus wie früher. Und das war so für mich mein Moment, dachte ich mir, wow, die Fasern haben echt was drauf. Und einfach nur mit Wasser. Also man braucht ein bisschen mehr Geduld. Das ist nicht dieses Putzen, Wisch und weg, Simsalabim und oh, ich hau hier Klarspüler auf eine Scheibe, da wo ich krieg da Gänsehaut, wenn ich das sehe, dass Leute Klarspüler zum Putzen verwenden. Das ist momentan ja der größte Trend. Da drehe ich am Rad innerlich, weil ich versuche meine ganze Wohlfühlzone, mein Zuhause, das Umfeld meiner Kinder chemiefrei zu kriegen und andere klatschen sich Glasspüler auf die Scheibe. Entschuldigung, ich will jetzt auch keinen angreifen. Es ist ja jedem seine Sache, aber denkt mal drüber nach, was da drin ist. Was ihr einatmet, was ihr auf die Haut bekommt, was auf den Oberflächen ist. Meine Kinder waren viele Jahre lang gut damit beschäftigt, mit der Zunge an der Glasscheibe zu kleben. Oder krabbeln heute noch mit dem Spielzeug am Boden rum, mit den Händen. Und das ist einfach, man sollte sich echt überlegen, was da drin ist. In diesen ganzen Mittelchen, nicht nur im Klarspüler, sondern auch in so den gängigen Putzmitteln. Und warum da hinten drauf solche Warnsymbole sind, das hat schon einen Grund. Bei uns gibt es keine Warnsymbole, bei uns gibt es einfach nur Wasser und Faser. Und es ist einfach nur mega genial. Zumal die Fasern auch Österreich sind, also handgemacht und da weiß ich, was drin steckt, da weiß ich, wo der Faden herkommt und so weiter. Das ist eine mega coole Sache. So, jetzt habe ich doch ganz schön viel erzählt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber nichtsdestotrotz, meine Küchenspüle ist einfach so, das war so mein erster so Wow-Moment einfach. Da wusste ich, was die Fasern können. Also jetzt habt ihr schon ein bisschen was drüber erfahren. Ich würde mich natürlich total freuen, wenn ihr in das Video reinschaut. Da habe ich auch sehr viel Herzblut reingesteckt in diesen Schnitt. Das ist weniger Blabla, sondern mehr Schnitt und einfach ein bisschen zu erklären, was ist denn Enyo und warum mache ich das Ganze. Und gibt auch ein paar sehr schöne Bilder von meinen Jungs. Genau. So viel dazu. Es ist jetzt ganz komisch für mich, so ein Video zu drehen. Und ich bin jetzt auch ganz gespannt, ob ihr noch da seid, ob jemand von euch noch Videos guckt, weil ich muss gestehen, ich habe jetzt in den letzten Jahren auch kaum YouTube-Videos geguckt. Ich kam gar nicht dazu. Aber ich hoffe natürlich sehr, dass noch ein paar von euch hier sind. Und ich würde mich mega freuen über ein bisschen Feedback. Einfach mal zu hören, wie es bei euch sich verändert hat, das Leben. Habt ihr auch Kinder? Habt ihr jetzt auch vielleicht irgendwie ein eigenes Haus oder eine Wohnung, um die ihr euch kümmern wollt und die euch wichtig ist? Einfach mal ein bisschen zu hören, was bei euch so los ist. Oder seid ihr immer noch am Nägel lackieren? Ich nicht. Wer weiß, vielleicht kommt es ja so in 5 Jahren dann wieder. Dann mache ich vielleicht wieder Nagelvideos. Also wie gesagt, ich will den Channel nicht ganz aufgeben, deswegen gibt es jetzt einfach mal ein kleines Juhu-Hallo. Und vielleicht gibt es ja dann das ein oder andere Mal ein bisschen mehr von mir und meinem Alltag, vielleicht mal auch wieder was zum Thema Abnehmen. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob ich da jetzt da so in die Tiefe gehen möchte, aber vielleicht. Ich sage, ihr kennt mich ja. Ich bin immer so spontan Entscheider. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. War ganz lieb, dass ihr jetzt bis zum Schluss dran geblieben seid. Ich hoffe, ich höre von euch oder lese von euch. Ihr könnt mir auch sehr gerne auf Instagram schreiben. Also ich schreibe es euch irgendwo hin. Also ich bin da auch noch
relativ aktiv. Also ich lese ganz viel, ich poste relativ wenig, aber ich bin da schon noch stark zu finden. Das heißt, man kann da mir auch gern schreiben oder meinen NU-Channel könnt ihr auch gern reinschauen. Gibt's auch, aber hat auch nicht so stark vertreten. Aber ein bisschen was ist drin. Also wenn es euch interessiert, schaut gerne mal rein. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt allen einen schönen Tag. Bei mir geht die Sonne auf und unter die ganze Zeit. Das ist der Hammer heute. Ja, würde mich total freuen, von euch zu lesen, von euch zu hören. Schreibt mir was in die Kommentare. Lasst mir ein Däumchen da. Es wäre echt schön. Einfach ein kleines Feedback von euch. In diesem Sinne, bis vielleicht bald mal wieder. Tschüss!